So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Wir sind wieder auf der Hof Bergmann. Zurück. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin der Schwabebleier. Ein Schwabe erobert den LS22. Ja, das ist das Projekt. Jawohl, das führen wir weiter. Wir sind heute, glaube ich, in Folge 33, meine ich sogar schon. Ja, kleine Schnapszahl. Und wir sind am Stroh abfahren. Und zwar von unserem Leihstroh, das wir da gekriegt haben, von dem Hof, von dem Feld, wo wir ernten, gerade den Auftrag angenommen haben zu ernten. Da dürfen wir momentan das Stroh abfahren und das machen wir gerade und das müssen wir gerade in unser Lager bringen. Jo, und da steigen wir heute ein. Wir haben unheimlich viel Feldarbeit zu tun, meine Lieben. Ich weiß, ich wollte Fisch noch für uns holen, den ich bereitgestellt hatte vum Angeln. Irgendwie komme ich dazu gerade nicht. Wir mussten einmal abtanken fahren, zwar den Hafer, den wir gerade an. Und zwar sind wir hier auf dem Feld Nummer 21, da ist gerade der Helfer bereit. Und wir kommen auch gerade nicht weiter, hier unsere Trauben weiter abzuernten. Das gucken wir uns nachher auch nochmal miteinander an. Wie gesagt, hier steht schon ein bisschen was parat. Das können wir noch abholen. Und wir können ja mal ganz kurz hier reinschauen, was denn unsere, die hier so machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die eigentlich fertig sind. So, ich weiß es nicht. Ist hier der Trigger? Ah, da. Da wird es gerade gefüllt, wie ihr seht. Wo hier der Auslösetrigger ist, den suche ich immer noch ein bisschen. Da ist noch genug drin. Die Kistchen, die muss man immer holen, ne? Damit die wieder gefüllt werden. Leider Gottes muss man immer extra kaufen. Das wäre schön, wenn die gestellt werden würden, ne? Jetzt werden die beladen. Ja, bald müssten wir sie haben. So. Da hat es noch mehr Kistle. Sieht es eigentlich mit frischen Fisch aus? Haben wir gar keinen mehr, ne? Die sind alle drin, die Fische. Das heißt, wir müssen echt den Fisch holen. Wenn wir da noch mehr wollen, müssen wir den frischen Fisch wieder holen. Schon was drin, ja. Allerdings nicht mehr so viel. So, das war's gewesen. Na ne, da hat es noch, aber die sind noch nicht fertig, ne? Okay. Dann lass uns doch mal kurz hier reinspringen. Lass uns doch ganz kurz das machen. Gehen wir kurz runterfahren. Wenn euch wundert, dass kein Verkehr mehr ist, dann haben wir das letzte Mal ausgeschaltet, weil die immer gestoppt haben, wenn wir dran vorbeigefahren sind. Das war äußerst nervig. Und vor allem, wenn wir dann abbiegen wollten, ging das nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, einfach den Verkehr abzustellen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, dass hier Autos kommen. Ja. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das okay für euch ist oder ob ich ihn wieder einschalten soll, damit mehr Verkehr ist. Aber ich denke mal, das ist ja nicht das Wichtigste hier auf dieser Map. Und jetzt können wir halt unbedacht auch durch die Gegend kutschieren
Da müssen wir dann allen Ecken mit seltsamen Fahrern hier rechnen. Kistchen da einladen. Und ja, die lohnt sich fast nicht, sind nur 2 Kilo drin, aber nehmen wir jetzt halt auch mit. So, ja, dann gehen wir irgendwann mal wieder ein bisschen was machen. Und bam, nicht rückwärts, vorwärts. Fahren wir zum Hof zurück, bestücken wir den Räucherofen wieder neu. Dann haben wir das für diese Folge auch gemacht. Ja, meine Lieben, und es gibt ja jetzt inzwischen die neue Hof Bergmann, oder die soll jetzt kommen, die ist jetzt momentan in der Phase, dass es einige wenige YouTuber, die zeigen können schon bereits, der Homer in seinem Kanal, könnt ihr die schon anschauen, der hat sich schon mal vorgestellt, was da alles so Neues kommen wird, die wird ja richtig groß gemacht. Also so viel ich weiß, ich entdeckt habe oder gesehen habe, ist hier oben, ist momentan die Grenze, da gibt es richtig viel Neues, da kommt viel Neues dazu. Ja, ist dann, ja, man kann fast schon sagen, bald auch Multiplayer tauglich, kommen Höfe dazu und Produktionen noch diverse. Vieles kennt man aus dem 19er noch, von der Hof Bergmann, da gab es das eine oder andere auch, was da dazu kommt, aber lasst euch überraschen. Ich glaube ab morgen, heute ist der 8. übrigens, wo ich hier aufnehme. Bloß, dass ihr mal kurz einen Überblick habt, wie wir gerade haben, so 8.10. Soll ja dann auch Dings kommen, die nächsten Tage dann für die Promoter, beziehungsweise für die ja, exklusiven Leute, die sich dort ja, Mitglied sind, die kriegen das dann zuerst, die können sich das angucken, werden die Federn noch ein bisschen behoben. Und sobald das dann alles in Ordnung ist, meine Lieben, gibt es dann auch für uns Leute das zum Runterladen, so von der üblichen Stelle. Wir werden das natürlich gerne, oder ich werde das gerne für euch dann auch machen. So, ich werde das gerne für euch machen. Ich werde hier dann entsprechend da alles upgraden und freue mich dann schon drauf. Ist doch gar nichts drin. Doch, sind noch welche drin? Hm, gut, hat sich nicht gelohnt, aber egal. Ja, ich werde das für euch machen. Ich muss gucken, Spielstand und so. Den möchte ich gerne mit rübernehmen, aber ich möchte natürlich nicht wieder bei Null anfangen. Das wäre ja Quatsch. Ich möchte unseren Fortschritt, den wir hier haben, schon gerne mitnehmen. Auch die Fahrzeuge, die wir haben. Geld, gut, ist nicht viel da. Aber ja, ich möchte nicht wieder bei Null anfangen, wie gesagt. Ich denke, das ist in eurem Interesse. Und dann machen wir hier weiter. Also mir macht die Karte Spaß und auch die große möchte ich dann mit euch zusammen gern weiterspielen. Oh, jetzt fliegt uns der Fisch hier weg. Möchte gerne hier weiterspielen auf der Hof Bergmann mit euch zusammen. Sollen hier doch noch ein paar Folgen für euch kommen. So, jetzt machen wir einmal die zu. Jetzt bauen wir hier ein bisschen Material. Keine Kapazität mehr.
Okay. Können wir das wegtun? Dann müssen wir hier zumachen und dann können wir den Räucherofen wieder einschalten. Jawohl. Hinten machen wir die Klappe zu. Affe tot. Und dann wollen wir mit dem Kollegen hier wieder zurückfahren. Da kann der weiter Stroh einsammeln. Schäfleins. So, mal gucken, ob wir schon bald Nachwuchs wieder bekommen haben. Also das mit der Baustelle habe ich inzwischen auch herausgefunden, da muss man ja tatsächlich Stämme und so Sachen herliefern, beziehungsweise sich ein Sägewerk oben hin liefern. Und dann kann man das, glaube ich, irgendwie auslösen, dass das da funktioniert. Ja, da müssten wir jetzt Holz oder sowas machen, das lasse ich jetzt mal. Ich weiß, in der nächsten Folge könnte das eventuell hinfällig sein, beziehungsweise in der nächsten Version. Werden wir aber sehen, werden wir uns angucken, wenn es dann soweit ist, meine Lieben. Ja. Also es lohnt sich hier auf alle Fälle dabei zu bleiben und ich hoffe, es macht euch natürlich so tierisch viel Spaß wie mir auch, dass wir hier weiter die Arbeiten verrichten. Jetzt brauche ich hier mal ganz kurz meinen Kurs. Ja, den wollte ich haben. Weil dann schickt man hier auf Drescherkurs. Der fährt einfach die Route nach. Und somit kann der hier das Stroh einsammeln. Ja, man könnte jetzt auch das so einstellen über AD, ne? Autodrive, dass der das automatisch auch abfährt. Und wie gesagt, das haben wir hier nicht eingestellt. Deswegen tun wir das nicht. So. Ja, das funktioniert. Da wollen wir dann rein. Da müssen wir, ihr seht noch, die ganzen kleinen Ballen müssen wir noch einsammeln. Da steht er schon parat. Und den wollen wir gern abtanken. So. Da brauchen wir den Kollegen. Der uns hier den Hafertrin vom Drescher holt, damit der weiterfahren kann. Und dann gehen wir an die Ballen, dann holen wir uns die Ballen. Vor allem das Ballenfeld, wo wir jetzt das haben, da müssen wir wieder vorbereiten. Ich habe auch schon eine kleine Liste nebenher gemacht, was wir da ansehen wollen auf den anderen Feldern, die dann auch bald reif werden. Die ganzen Felder sind bald auch nach und nach soweit fertig. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dem Wein? Was macht eigentlich unser Wein hier? Güter fehlen, okay. Dann haben wir hier, lasst uns mal in die Produktionsstätte reingehen. Bioabfall ist nix. Trauben ist nix. Dann gehen wir mal eins weiter. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir gereinigt. 1:1. Verteilen auf 440. Das arbeitet. Was tut der? Könnt ihr arbeiten, sobald Trauben drin sind. Das ist auch okay. Und dann wird sie eigentlich hier drin stecken. Traubensaft und Dresdner. Okay. Und Dresdner holen wir, glaube ich, an der Seite ab. Und Traubensaft können wir dann auch holen. Gut, dann wissen wir das auch. Den wollten wir haben. Wir haben die Ball nach voll holen, nach und nach, dass wir da wieder mit dem Feld loslegen können, das anzusehen. So, wir wollen Autoload einschalten und die Ballen uns holen. Thank you.
Kollege ist auch schon wieder voll. Den lassen wir jetzt einfach aber mal kurz stehen. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die Ballen. Mitnehmen. Das 70 passen insgesamt drauf, das müssen wir dann langsam in die Kurven fahren, glaube ich, wenn wir hier voll sind. Wenn wir langsam hier durchfahren, dass wir die von beiden Seiten einsammeln können. Das schaut ganz gut aus. Eine Lage geht noch. 70 passen, wie gesagt, insgesamt drauf. Ups. Ich hab die Hintern verloren, hä? Huh? Ich verliere mal immer wieder. Egal. Wir fahren es jetzt mal weg. Steuerung rechts und J. Nehmen wir die Spanngurte fest, dass es uns hinten weggibt wie die einen. Passende 70. Die hinterste Ecke passt nicht so ganz, habe ich gerade festgestellt. Wir können hier wahrscheinlich durch unser Fahrsilo auch durchfahren. Jetzt wollen wir natürlich in unser Lager bei den Kälbchen. Da ja schön drehen können, habe ich ja festgestellt. Da muss man nicht rückwärts mit unserem Deichselkollegen hier durchfahren. Kommen wir so durch. So, links abladen. Dann nehmen wir hier die Kurve. Ja, es reicht gerade so. Fahren wir kurz mal raus und dann wollen wir hier noch mal kurz Hand anlegen. Nur kurz anfassen. Schon rüber deichseln, dann nimmt er die. Wie viel haben wir? 147 von 224, okay. Passen noch welche rein. Jetzt ist da hinten alles voll.
Lass mal gerade so stehen. Wie viel Stroh haben wir denn jetzt im Lager? Wir brauchen ja nicht unendlich viel Stroh. 81.000. Ich sag, dass wir zwischendurch einfach auch mal verkaufen gehen an Stroh. Wo kriegen wir denn am besten der beste Preis für Stroh? Vieh- und Futterhandel. Wo ist der? Da hinten. Jupp, okay. Kommt, lasst uns das verkaufen gehen, meine Lieben. Kriegen wir ein bisschen was dafür. Können wir eigentlich geradeaus durchpesen? Geht das? Das wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir einfach durchfahren könnten. Ja, das scheint zu gehen. Da oben der Abladetrigger. Ich denke doch. Der Strom wird hier nicht angenommen. Aber wo wird es noch angenommen? Dahinter. Vorne. Chefe? Hallo, Chefe? Der mag nicht mit jedem schwätzen. Er mag nicht mit jedem reden. Ja gut, dann gehe ich mal davon aus, dass wir es hier hinten abgeben müssen. Wo machen wir das? Irgendwie wird schon der Trigger kommen. Ja, aber in diesem Sinne, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ja, jetzt machen wir mit Stroh auch noch ein bisschen Geld. Immerhin sind, ja, fast 2400 Euro sind für uns rausgekommen. Ist doch auch schon mal ein bisschen was. Ich würde mal sagen, den restlichen Stroh verkaufen wir, den wir jetzt da reinholen. Und ja, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ja, ich sag mal tschüss, euer Schwabenbleier. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.